In diesem Video schauen wir uns einfach mal die grundlegenden Unterschiede an zwischen einem Slotcar von Slotted, hier in unserem Beispiel der Alpha 155, ein klassischer Tourenwagen, und ein moderner Tourenwagenbolide von Carrera, unser Audi Pilot Freins. Es geht jetzt hier nicht darum, moderne und klassische Tourenwagen zu vergleichen, sondern uns interessiert einfach die Technik der Autos. Die beiden Autos, die ich jetzt hier ausgewählt habe, stehen exemplarisch für ein Auto von Slotted und eins von Carrera. Also, uns interessiert weniger die Karosserie, sondern die Technik. Deswegen fangen wir gleich mal auf der Unterseite der Autos an. Der Lightkeel von Carrera ist viel länger und vor allem breiter als der Lightkeel von Slotted. Wenn ihr dieses Auto auf der analogen Evolution-Bahn einsetzt, dann ist der Lightkeel ganz gut fahrbar. Digitalisiert ihr das Auto auf Carrera Digital, dann haben wir ein Problem mit dem Lightkeel, nämlich an den Weichen. Wie ihr wisst, wird die Weiche ja mechanisch zurückgeschalten durch den Lightkeel, und dieser Lightkeel ist zu schmal, um die saubere Rückstellung der Weiche zuverlässig hinzubekommen. Deswegen bietet es sich an, beim Digitalisieren auch den Lightkeel dann zu tauschen, damit die Weichenrückstellung gut funktioniert. Links und rechts vom Lightkeel sehen wir die Schleifer. Hier schon mal ein Unterschied in der Farbe. Wir haben Kupferschleifer im einfachen System bei Slotted. Also wir haben einen Schleifer pro Seite. Bei Carrera ist es zwar ein Teil pro Seite, aber es sind letztendlich zwei Schleifer pro Seite, die hier eingesetzt sind. Dieses Carrera-System ist eigentlich nur bei Carrera so zu sehen. Alle anderen Hersteller, Slotted ist jetzt hier nur ein Beispiel, arbeiten mit dem Einfachschleifer. Auf Reifenachsen gehen wir dann von der anderen Seite ein, aber was wir jetzt noch sehen oder noch nicht sehen, aber hier spüren, Carrera hat hier einen Mittelmagnet verbaut auf Höhe der Artikel bzw. der Bestellnummer, und wir haben hier einen zweiten Magneten, den sogenannten Heckmagneten. Wie sieht es aus bei meinem Slotted-Tourenwagen? Hier ist kein Mittelmagnet drin. Die erste magnetische Wirkung, die ich finde, ist vom Motor, und wir haben aber einen Heckmagnet, der im Prinzip an derselben Stelle verbaut ist, also zwischen Motor und Hinterachse, genau wie bei Carrera. Hinterachse, Magnet, Motor. Hinterachse, Magnet, Motor. Der Magnet ist auch bei Slotted von außen nicht herausnehmbar. Wir müssen die Karosserie abnehmen. Da sind wir auch gleich schon beim nächsten Punkt. Die Karosserie ist bei Carrera mit 4 Schrauben verschraubt. In den meisten der Fällen sind es 4 Schrauben. Wie ist es bei Slotted? Da habe ich nur 2 Schrauben, nämlich hier im Heck und eine direkt hinter dem Lightkeel, oder bei kleineren Autos ist es diese Schraube auch unter dem Lightkeel versteckt. Haben wir hier schon Unterschiede, Vorteile, Nachteile? Da könnte man jetzt sagen, wenn ich diese Schrauben locker, die praktisch auf der Mittellinie angebracht sind vom Slotcar, habe ich schon eine Möglichkeit, einen Wackel zu realisieren. Also die Karosserie kann pendeln um die 2 Schraubpunkte. Bei Carrera mit den 4 Schraubpunkten ist es dann etwas schwieriger, diesen Wackel einzubauen. Aber haben wir ja auch schon gemacht mit den Wackelschrauben. Findet ihr ja schon einige Videos auf meinem Kanal. Der auffälligste Unterschied auf der Unterseite ist dieses hellgraue Teil, der Motorträger bei Slotted. Bei Slotted ist es so, dass wir 2 Teile im Fahrwerk haben. Einmal in Schwarz die eigentliche Grundplatte, und dann haben wir in Hellgrau den Motorträger, der auch dann die Achse befestigt. Bei Carrera, das ganze Fahrwerk ist ein Teil. Auf diesem Teil ist der Achshalter befestigt und auch der Motor verschraubt bzw. eingerastet. Vor- und Nachteile der ganzen Sache: Wir haben hier bei Slotted ja 4 Schrauben, die den Motorträger festhalten. Wenn ich diese 4 Schrauben etwas lockere, dann realisiere ich, dass die Hinterachse leicht pendeln kann und ich somit auch eine Entkopplung habe zwischen der Hinterachse und dem restlichen Slotcar. Das kann positiv sich auswirken auf verschiedenen Bahnlayouts, muss man damit rumspielen, wie stark man diese Schrauben lockert oder eben nicht. Das wäre eine schöne Maßnahme für eine Testfahrt, das Ganze mal auszuprobieren. Diese Möglichkeit habe ich auf der Seite von Carrera-Fahrzeugen natürlich nicht. Dann weiter ins Detail. Wir fangen wieder vorne an beim Lightkeel. Der Lightkeel bei Slotted ist direkt einfach hier eingerastet. Die Rückstellung des Lightkeels erfolgt aufgrund der Kabelspannung. Wenn ich hier den Lightkeel bewege, seht ihr, dass durch diese Verlegungsart der Kabel der Lightkeel mittig immer ausgerichtet wird. Bei Carrera erfolgt die Rückstellung des Lightkeels hier zu sehen mit einer sogenannten Rückstellfeder. Die Rückstellfeder, die ist hier innen verbaut. Das ist ein Stahldraht, der den Lightkeel mittig stellt, unabhängig von dem Druck, der über das Kabel kommt.
Ein großer Unterschied ist die Art der Kabelverlegung im Slotted. Wie ihr seht hier, dass die Kabel unterhalb der Vorderachse geführt werden und schönes Detail ist hier zu sehen, das Kabel ist fixiert. Das heißt, das Kabel kann von unten nicht die Vorderachse berühren und so zu einer Bremswirkung führen. Bei Carrera ist es so, die Kabel werden über die Achse geführt und beim Zusammenschrauben kann es auch mal vorkommen, dass ein Kabel oder gleich mehrere von oben auf die Achse drücken und die Vorderachse in ihrer freien Beweglichkeit eingeschränkt wird. Bei den Kabeln, ihr seht jetzt hier, ich habe den Digitaldecoder entfernt, weil ich später das Gewicht ja noch überprüfen möchte, aber die Kabel der Beleuchtung sind noch drin und hier sieht man auch, Kabel der Heckbeleuchtung ist unterhalb der Achse geführt, hat aber keine Führung, kann so also die Achse von unten berühren und wir haben wieder eine Bremswirkung drin und es kann zur Beschädigung des Kabels kommen beim Fahrbetrieb dann. Zurück zur Vorderachse, die Carrera-Achse. Hier sind die Felgen aufgepresst auf eine Stahlachse. Die Stahlachse läuft in Gleitlagern. Bei Slotted, hier in diesem Beispiel, genauso Kunststofffelgen aufgepresst auf eine Stahlachse. Hier läuft die Achse aber nicht auf Metalllagern, sondern in Kunststofflagern. Also Pluspunkt in dem Fall bei Carrera, Pluspunkt aber bei Slotted. In Bezug auf dieses kleine Detail hier oben, ihr seht hier eine Madenschraube. Und mit dieser Madenschraube kann ich die Pendelbewegung der Vorderachse minimieren bzw. vergrößern. Bei Carrera ist die Vorderachse eingerastet und man kann die jetzt nicht verstellen. Bei einigen Slotcars gibt es die Möglichkeit, die Achse auch in der Höhe zu verstellen. Da kommt dann eine Madenschraube auch noch von unten. Da läuft die Vorderachse auf der Madenschraube drauf. Bei diesem Modell jetzt aber nicht der Fall. Nächste Thema Mittelmagnet, hier sehen wir ihn von oben verbaut im Lieferzustand bei Carrera. Bei Slotted haben wir keinen gefunden, aber ihr seht hier, dass eine Vorbereitung vorhanden ist. Das heißt, ich kann mir hier noch einen zweiten Magnet einbauen und den einrasten lassen. Somit habe ich dann dieselbe magnetische Ausrüstung wie im Carrera, also Mittelmagnet und Heckmagnet. Die Antriebsform ist bei beiden Autos identisch. Wir haben einen Motor, der senkrecht zur Hinterachse steht, also 90 Grad Winkel in diesem Bereich. Bedeutet Inliner-Antrieb. Inliner-Antrieb bedeutet dann Kronenzahnrad, auch in beiden Fällen gleich. Hier ist schon optisch zu sehen, wir haben hier ein Kronenzahnrad aus Kunststoff, das aber hier einen Metallteil angebaut hat. Bei Carrera ist das Kronenzahnrad komplett aus Kunststoff und auch das Motorritzel ist aus Kunststoff. Bei Slotted hingegen haben wir am Motor ein Messingritzel. Die Hinterachse bei Carrera ist ebenfalls in den gleichen Lagern gelagert wie an der Vorderachse. Bei Slotted ist ein Unterschied, wir hatten ja vorne Kunststofflager, hinten haben wir kleine Metalllager, beziehungsweise es sind einfach metallische Röhrchen, die hier im Alpha drin stecken und die lagern dann die Achse. Die Achse ist aus Stahl, 2,38 mm im Durchmesser und jetzt ein großer Unterschied. Wir haben serienmäßig im Alpha beziehungsweise im Slotted Slotcar Alufelgen vorne und hinten, die auf der Alufelge verschraubt sind. Hier mit der kleinen Madenschraube, in dem Fall braucht man einen 0,9er Innensechskantschlüssel. Auf der anderen Seite bei Carrera habe ich Kunststofffelgen auch hinten und die sind auf die Achse aufgepresst. Großer Unterschied, jetzt so noch nicht so zu erkennen, sind aber die Reifen. Die Reifen beim Slotted haben mehr Grip als die Carrera-Reifen, die hier serienmäßig verbaut sind. Und wichtigster Faktor, ich hatte jetzt noch kein Slotted-Fahrzeug, bei dem die Reifen über ein halbes Jahr, ausgetrocknet sind und ausgehärtet. Bei Carrera leider Standard, dass die Reifen mit der Zeit aushärten und dann keinen Grip mehr haben bzw. sprichwörtlich zerbröseln. Werfen wir noch einen Blick auf den Heckmagneten. Den können wir direkt hier entfernen, wenn wir ihn nicht haben wollen. Bei Carrera verbirgt sich der Heckmagnet unter einer Klammer. Wie man den rausbekommt, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Einfach da mal reinschauen, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert. Zu guter Letzt gehen wir jetzt einfach mal mit den Einzelteilen auf die Waage. Wir haben zunächst die Originalkarosserie von Carrera. Wir sind bei 33,3 Gramm. Im Vergleich dazu der Alpha auf der Waage, der hat nur 19,5 Gramm. Das heißt 10 Gramm Gewichtsunterschied zwischen diesen Karosserien. Natürlich hinkt dieser Vergleich jetzt etwas, weil ich ja zwei unterschiedliche
Modellarten habe, unterschiedliche Autotypen, aber das Prinzip wird jetzt schon klar, Slotted legt hier Wert auf Leichtbau, hat einen Vorteil in Bezug natürlich auf das Fahrverhalten, je leichter die Karosserie, desto besser, aber in Bezug auf Robustheit im Kinderzimmer, klarer Vorteil bei Carrera, diese Karosserie bekommt so schnell nichts kaputt. Die leichte Karosserie von Slotted, das merkt man auch, wenn man die anfasst, die ist schon empfindlicher, dünner, weniger robust. Frage ist halt, was für einen jetzt wichtiger ist, Robustheit oder leichtes Gewicht. Da muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen. Der Gewichtsunterschied kommt einfach durch das dünnere Material, dieses Inlay, das ihr hier seht. Das ist kein Lexan, das ist auch Kunststoff, aber einfach nicht so aus dickem Kunststoff wie im Carrera-Auto. Hier ist es wirklich sehr robust und sehr haltbar bei Crashs im Kinderzimmer. Vergleichen wir auch noch die Fahrwerke. Hier jetzt exemplarisch unser Carrera-Fahrwerk mit ausgebauten Decoder. Lichtplatinen sind drin. Wir haben 70 Gramm hier und auf der Slotted-Seite haben wir 50 Gramm. Über den Daumen grobe 20 Gramm Unterschied. Das heißt, auch hier ist auf Leichtbau schon gebaut, hat natürlich Vor- und Nachteile. Leichtes Fahrwerk bedeutet nicht schnelleres Fahrwerk. Habt ihr in anderen Videos schon gesehen, da habe ich in verschiedene Fahrwerke auch mal Trimgewichte eingesetzt und war dann mit dem Zusatzgewicht schneller. Wichtig ist einfach nur, dass der Schwerpunkt unten ist und dann ist ein leichtes Auto oftmals langsamer als ein schweres. Somit kann man jetzt hier nicht sagen, was besser ist, muss man ausprobieren auf der Bahn, aber ihr habt mal ein Gespür, was der Unterschied hier zwischen Slotted und Carrera ist. Kommen wir zum Fazit. Also Spaß machen natürlich beide Modelle. Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal. Ich kann mit jedem Slotcar meinen Spaß haben. Aber wir haben trotzdem unterschiedlichen Fokus zwischen einem Carrera-Auto und einem Slotted-Auto. Bei Carrera, diese Autos sind robust gebaut, also eher Richtung Kinderzimmer vielleicht zu vermuten. Auf der anderen Seite Slotted, hier haben wir doch klar im Fokus den Slot-Racer mit Tuning-Ambitionen. Das Auto ist mit Bordmitteln schon mal ganz gut ausgerüstet, vor allem die Alufelgen, im Prinzip die ganze Hinterachse samt Motorträger ist ein riesiger Pluspunkt für Slotted im Vergleich mit Carrera. Die Alufelgen auf dem Slotted bringen schon wesentlich besseren Rundlauf, auch mit nicht geschliffenen Reifen im Vergleich zu den Carrera Plastikfelgen, die auf der Stahlachse eben aufgepresst sind. Gewichtsvorteil klar bei Slotted, dafür aber Robustheitsvorteil bei Carrera. Soweit zum Vergleich zwischen den beiden Autos. Wenn euch andere Vergleiche interessieren, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Roland von slotblog.de und nicht vergessen, Kanal abonnieren und viel Spaß beim Slotracing. Tschüss, euer Roland.